Bam, 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 bam. Hallo und herzlich willkommen bei Mommy Made. Braucht ihr noch Last Minute eine Geschenktüte? Zum Beispiel, um noch schnell ein Ostergeschenk zu verpacken oder ein Weihnachtsgeschenk oder ein Geburtstagsgeschenk oder um zum Beispiel das als Adventskalenderlösung zu verwenden. So oder so ist das Einzige, was ihr dafür braucht, tatsächlich ein wenig Geschenkpapier. Ich habe jetzt das Osterdesign, aber es kann genauso gut Weihnachten oder was auch immer sein. Und ein bisschen Klebstreifen oder Masking Tape. Und dann kann es schon losgehen. Schneidet euch ein Stück Geschenkpapier zu, das ein bisschen mehr als doppelt so breit ist, wie eure Geschenktüte hinterher sein soll. Und legt euch dieses Stück Geschenkpapier dann mit der schönen Seite nach unten vor euch hin. Faltet euch euer Papier dann so auf die Breite, die ihr für eure Tüte haben möchtet, dass die beiden Lagen hinten etwa in der Mitte überlappen. Und klebt dann die Rückseite mit eurem Masking Tape oder Klebstreifen zusammen. Jetzt faltet ihr am unteren Ende etwa 4 cm nach oben, 4 oder 5, das ist relativ egal, das entscheidet, aber hinterher darüber, wie breit der Boden eures Tütchens ist. Ich finde 4 cm ist eine gute Breite. Klappt euch das, was ihr gerade umgefaltet habt, unten auf und zwar so, dass sich hier diese Dreiecke bilden. Guckt, dass diese Falz auf dieser Linie zu liegen kommt und faltet das hier schön aus. Jetzt müsst ihr nur noch die obere Seite zur Mitte schlagen und das gleiche hier unten mit der unteren tun. Und das hier kleben wir jetzt wieder mit unserem Masking Tape fest. Jetzt könnt ihr das obere Ende zusammenklappen und das ist der Boden eurer Tüte. Im Endeffekt ist euer Tütchen als Geschenktütchen so jetzt schon fertig. Und jetzt könnt ihr darin entweder ein Geschenk verpacken oder für Ostern eine süße kleine Hasentasche daraus zaubern oder aus vielen dieser Tüten einen Adventskalender. So, ich hoffe, dieses kleine Kurztutorial hat euch weitergeholfen. Wenn ihr wissen möchtet, wie ihr so eine Bunny Bag daraus macht, dann schaut auf dem Mommy Made Kanal, beziehungsweise das Video verlinke ich euch sehr gerne hier oben. Ansonsten gibt es hier auf dem Kanal weiterhin Näh- und DIY-Tutorials für euch und für und mit Kindern. Wenn ihr darauf Lust habt, abonniert doch den Mommy Made Kanal und aktiviert das kleine Glöckchen, damit YouTube euch immer informieren kann, wenn ich etwas hochgeladen habe. Ich freue mich, wenn ihr wieder reinschaltet und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.